Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben endlich neue Autos gekriegt. Ich zeige es euch mal ganz schnell. Wir haben einen Pacifica, im Moment nur einen, also es sind eigentlich zwei gekommen, aber ich habe einen schon vom Schiff weg verkauft, weil die Nachfrage doch groß ist. Wir haben jetzt noch einen da, und zwar einen blauen Limited. ...2018er Auto, 48.000 Meilen gelaufen, ganz sauberes Auto. Dann endlich auch wieder da, Challenger. Challenger RT, das ist jetzt ein 2019er, der weiße hier. Blacktop Package, das bedeutet, der hat diese anthrazitfarbenen Felgen, dann hat er das Emblem in schwarz, was normalerweise so schwarz-chrom ist. Dann haben wir den dunklen Heckspoiler und den schwarzen Tankdeckel. Normalerweise haben die Challenger ganz klassisch den Chrom-Tankdeckel. Mit dem Blacktop-Package haben die einen schwarzen Tankdeckel. Und zusätzlich zu diesem weißen Challenger haben wir das gleiche Auto nochmal in diesem dunklen Weinrot, auch mit Blacktop. Schwarzer Spoiler, schwarzer Tankdeckel, die dunklen Felgen und das Emblem vorne. Der wird jetzt gerade noch aufbereitet, aber es ist schon Feierabend bei den Jungs hier, deswegen ist schon keiner mehr da, deswegen liegt nur noch der Lappen da. Aber auch der ist blitzeblank. Hat auch die schöne große Lippe unten dran, die aggressive Lippe, die große Lufthutze in der Motorhaube. Der macht auch was her. Dann geht es weiter mit diesem gelben Mustang. 2018er Baujahr, EcoBoost Automatik. Die EcoBoost Automatik, hatte ich ja im letzten Video schon erzählt, sind selten, weil es die nur als Import gibt. Und bei dem ist das Schöne, der hat das voll digitale Cockpit. Geht's an? Ja. Nee, dann muss ich es nochmal anmachen. Da sehen wir es, da haben wir diverse Möglichkeiten, das umzustellen und damit zu spielen. Also da können wir uns austoben, was Ansichten angeht und Modi angeht. Das ist schon was Cooles. Das ist jetzt so die Schnellübersicht von den neuen Autos, die wir gekriegt haben. Wir kriegen nächste Woche noch Grand Caravans und weitere Pacifica rein. Die sollten eigentlich diese Woche schon mitkommen, aber da hat der Zoll nicht ganz mitgespielt. Deswegen kommen die erst nächste Woche, weil die einfach noch in so einer standardmäßigen Routinekontrolle stehen, und die holen wir nächste Woche ab. Dann war es das mit unserem kleinen schnellen Update. Das ist im Moment Stand der Dinge. Die 5 Autos haben wir gekriegt und nächste Woche die 3 noch. Dann haben wir 8 in Summe, und dann war es das aber auch leider für dieses Jahr schon. Der Fahrzeugmarkt in Amerika ist im Moment wirklich dünn. Das ist ein großes Problem, aber wir arbeiten dran und hoffen, dass wir weiterhin für euch immer gute, vernünftige Autos kriegen. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.